Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ich bin gerade Mutter geworden. Oder wie Madonna sagen würde, ich war shoppen. Das ist krass, oder ob die adoptiert oder shoppt. Madonna nimmt immer das kleine Schwarze. Und ich muss sagen, wenn man so schwanger ist, man hängt ja nur beim Arzt rum. Ne? Und so ein Arztbesuch, mein Gott, also schlimmer ist ja nur noch das Sat.1-Vormittagsprogramm. Allein schon das Wartezimmer. Ja? Erstmal kannst du dir in so einem vollbesetzten Wartezimmer mehr zusätzlich einfangen, als würdest du in einer Kreckhülle mit nackten Zehen gebrauchte Spritzen aufsammeln. Und es wird ja nicht gesprochen. Ne? Es ist ja immer leise im Wartezimmer. Und man sitzt da so und denkt, krass, atme ich laut. Ja? Und dann hast du ja immer, das mag ich sehr gerne, so Mütter, die ihren Kindern Geschichten vorlesen, aber keinen stören wollen. Und dann kommt die Raupe nimmers und frisst sich durch eine Gurke und ein Mutter. Und man sitzt da so und plötzlich will man es wissen. Was war nach Gurke? Oder wenn die ihren Kindern so die Angst vorm Arzt nehmen wollen. Und dann kommen gleich die Weißkittel-Elfen mit ihrem Zauberstabskalpell und schneiden dir die bösen, bösen Mandeln raus. Und du träumst noch im Nutella-Land. Und du hast immer eine Oma dabei, die sagt, ach, lass dir nichts erzählen. Yeah. Ja, ehrlich, ich hörte das auch. Das ist wie wenn sie dem im glühenden Säbel im Hals herumfuckeln. Und das Nutella-Land? Abgebrannt. Dabei muss man sagen, Kinder sind ja eigentlich die einzigen, die überhaupt mal so ein bisschen Stimmung in die Bude bringen, oder? Wie letztens auch wieder, sehr schöner Moment im Wartezimmer. Mama, warum hat der Mann da einen Rucksack an? Schatz, das ist kein Rucksack. Das ist ein Buckel. Und was hat der in dem Buckel drin? Weiß ich nicht, Buckelkram. Und das ganze Wartezimmer so, yes, nicht mein Kind. So, und wir Frauen, wir gehen ja auch unheimlich gerne zum Frauenarzt. Das machen wir supi gerne. Und das ist ja beim Frauenarzt erstmal in so einer Gemeinschaftspraxis, das ist ja wie russisches Roulette. Du weißt ja nicht, wen du kriegst. Ne? Du freust dich noch hier schön auf den jungen, knackigen Gynäkologen. Freut der sich bereits auf sein Mittagessen und schickt dir seinen alten, fleckigen Grabbelkollegen. Weißt du, so ein Gollum mit Gummihandschuhen. Dann kommen Sie mal rein. Ich wollte nur ein Rezept abholen. Nein, es gibt ja so Ärzte, die sehen dich überhaupt nicht als Mensch. Ne? Die sehen dich nur so als Krankheitsbild, so nach dem Motto, Sie sind doch das Furunkel. Und das stelle ich mir sehr schön vor, wenn du deinen Frauenarzt in der Stadt triffst. Hallo, Herr Kötter. Oh, jetzt weiß ich gerade gar nicht. Entschuldigung, mein Fehler. Mensch, ja, jetzt sehe ich's, Frau Feller. Mensch, manchmal habe ich so einen Tunnelblick. Aber ganz ehrlich, ich hatte mal so einen komischen Vogel. Ich sitze bei dem auf dem Stuhl, ne? Und er da halt gerade so am Rummachen mit seiner Grubenlampe und fragt mich so völlig nebenbei, sagen Sie mal, Frau Feller, wollen wir zwar nicht mal einen Kaffee trinken gehen? Es gibt schönere Momente, angesprochen zu werden. Vor allen Dingen habe ich mich gefragt, was hat er denn gerade gesehen? Weiß nicht, hat er gedacht, so, Begehung hast gemacht, alles Besen rein. Aber
Noch schöner eigentlich bei einer Freundin von mir, die halt, wie man das so macht, ne, sich vorher nochmal untenrum frisch gemacht hat, also rasiert, geduscht, Intimspray. So, jetzt, ja, im Prinzip, als würde man sich vor dem Zahnarzt nochmal die Zähne putzen. So, jetzt sitzt sie mal neben auf dem Stuhl und ihr Arzt so, oh, Frau Knut, da haben Sie sich aber schick gemacht. Weißt du, sie sitzt da so und denkt, was ist das denn für ein Idiot? Weißt du? Bitte lass ich beim nächsten Mal den Dschungel stehen, ja? Kann er sich ja durchkämpfen. Bis sie nach Hause kommt und sieht, sie hat versehentlich Glitzerspray genommen.